Mögen die Gesandten euch rasch zum Tor des ewigen Paradieses tragen. Ruht friedlich in den Nebeln, alter Freund. Komm heraus, Kleiner. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Weißt du, wer ich bin? Ihr seid Meister Togo. Ah, du bist ganz offensichtlich ein kluger Junge. Aber sag mir, warum weinst du? Ich habe schlecht geträumt. Schlecht geträumt? Welcher Traum könnte denn solche Tränen auslösen?
Der Wind blies die Blätter von den Bäumen. Und die Tiere im Zoo hatten alle Angst. Die Tiere, sie waren immer so zahm. Aber etwas in meinem Traum machte sie wütend. Und sie taten den Leuten weh. Dann wurden auch die Leute wütend und taten einander weh. Minister Cho war am allerwütendsten und wurde zu einem großen, zornigen Monster. Wo sind deine Eltern, Kleiner? Meine Mutter starb schon sehr früh. Ich weiß nicht mehr viel von ihr. Und dein Vater? Er bewacht das Tor. Meister Togo, er wird doch nicht wütend sein, so wie Minister Cho, oder? Nein, Kleiner. Ich glaube nicht, dass er wütend ist. Ich glaube eher, dass er sich sehr freuen wird, dich zu sehen. Ich sorge dafür, dass unser kleiner Freund hier zu seinem Vater gelangt. Findet Aang den Kurzlebigen und sagt ihm, was wir entdeckt haben. Das wird ihn sehr interessieren.